Zurück bei den kleinen Drecksammlern in The Force Awakens. Wir sind mit Rey auf Jakku und gerade eben sind Finn und Poe abgestürzt. Das müssen wir aber hier irgendwie aufmachen. Und da oben sind noch Gestalten drin. Es geht hier ab. Plopp. Aber Sand, Sandleute können es ja nicht sein. Sind wir auf dem falschen Planeten. Ja, wenn sie sich verfahren. Was ist das hier? Akrobatische Charaktere wie Rey können Akrobatikobjekte verwirren. Oh! Holla! Prince of Persia! Traversal. Aber auch wissen, dass das da ist, ne? Das lädt auf. Da war der Maus-Droid, guck. Oh, du kannst drauf rumfahren. Ich yeah, man. Kickflip 180. Check it. Grind the shit. Ich kann mir das nicht ansehen. Klar, war ja logisch, dass das eigentlich auch kommen müsste. Eigentlich ein zu dankbares Lego-Spiel-Level, als dass man es weglässt. Ja, ja. Hier braucht man was? Ist es ist Vader oder ist es... Also für die roten Sachen brauchst du jemanden mit der dunklen Seite und für die blauen brauchst du jemanden mit der hellen Seite. Das ist Kylo Ren. Was denn? Das ist Kylo Ren. Ach so. Der so ein bisschen, auf dem kleinen Bild sieht er so ein bisschen aus, als hätte er so eine 80er Jahre Plastik-Sonnenbrille auf. Weißt du, diese... So wie Akira. Wie Akira? Hat der nicht auch noch so eine Sonnenbrille auf? Aber doch nicht mit diesen komischen Plastikstreifen. Ja, oder so wie Kanye West. Ja, das vielleicht eher. Cool. Hier auch so eine tolle Lampe jetzt. Oh, cool, ja. Und der fette Lampen. Mit Luke. Jetzt müssen wir alles nochmal ablaufen. Später, um die Steine zu kriegen wahrscheinlich. Oh, geil. Das kann man öfter machen, ne? Das hatten wir doch in der Demo auch. Schau mal, du kannst hier rumklettern, weil du hast nämlich Arme. Schau mal, da läge so gar ein Arm in dem Kasten, hast du gesehen? Siehst du? Oh, Mann. Wie cool das der Lichtschein ist, wenn man da an der Wand dran ist. Du einen Astromech-Zugang erreichen können. Kannst du mir damit einen Weg da hoch verschaffen? Oh nein. Kann doch sein, dass das jetzt ganz schön schnell... Also im Film ist sie doch da alleine, da hat sie doch den BB-8. Ja, 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 das ist jetzt verschoben. Sie kommt danach, also sie rutscht dann runter und dann sieht sie die ja erst. Schau mal, du kannst dir was bauen. Wie was? Das ist ganz schön schnell, was? Nee, dass die jetzt ganz schön schnell hier gute Freunde geworden sind. Meinte ich, weil im Film ist das doch ein bisschen anders. Aber bei Star Wars werden doch immer alle ganz schnell gute Freunde. Cool. Wie cool das auch mit der Lampe ist, dass es mitleuchtet. Und schon wieder darf ich nicht mit, weil ich keine Beine habe. Das ist voll diskriminierendes Spiel. Neulich so einen geilen Artikel gelesen, wo es darum ging, dass die Stadt Chicago ewig lang versucht hat, ich komme wieder. George Lucas Museum für Filmkunst an irgendeinem Seeufer in der Nähe von Chicago, da halt bei Chicago zu errichten. Und dann haben aber Umweltschützer sind dagegen gewesen, weil da halt natürlich ein großes Grundstück für hätte platt gemacht werden müssen. Kannst du das drehen? Mhm. Und es ging ewig hin und her und irgendwann hat George Lucas halt gesagt, so von wegen, ja, nee, und dann gehen wir lieber in eine andere Stadt, irgendwo in Kalifornien, wo nicht so diese Umweltschützer uns, unserem Konzern jetzt hier das Leben schwer machen, da war der Schlusssatz halt. Denn das zeigt mal wieder, George Lucas mag es nur, wenn eine Ragtag-Bande einem großen Imperium einen Strich durch die Rechnung macht, wenn man am Ende ein paar Actionfiguren verkauft. Irgendwie muss ich
dir einen Weg öffnen, dass du da runter kannst, aber ich sehe noch nicht so ganz was wo. Ist das hier nicht? Was ist denn da? Schau mal, XXO. Was ist denn das hier? Das ist doch Ray. Warte mal, hier kann. Bedeutet das irgendwas mit dem. Oder heißt das hier nur. Ah, nee, das wäre was für Luke. Dann das ist doch eine Leiter hier. Wie kann ich hier nicht hoch? Nee, das ist glaube ich keine Leiter, das sind nur so eine komische Verstrebung. Nee, kann ich das nicht vielleicht kannst du was anderes bauen mit dem Ding. Das versuche ich gerade irgendwie. Und hier kann nur Luke rein. Wenn ich das hier weghauen, ist das irgendwie. Also, ich krieg immer noch einen Weg weiter. Warte mal, vielleicht. Ja, sieht gut aus. Schau mal, ich kann ja hier irgendwas bauen. Was hast du da jetzt? Was ist das jetzt da an der Seite? Das tut schief halt. Hier, warte mal, und jetzt kannst du hier hinten wieder eine Ebene höher. Schau mal. Ui. Diese Dinger restlos ausgeräumt. Hier meinst du? Ja. Ich komme bald zurück, keine Sorge. Ich kenne diese Schiffe wie meine Westentasche. Robin. Also durchsliden. Geil ist, dass er ja auch die Geräusche macht. Oh. Morgen. Also muss man jetzt irgendwie einen Weg eröffnen. Did that do anything? Wie viel Zeug hier für dunkle und helle Jedi sind. Kann man eigentlich. Ach doch, wenn man die Level dann im freien Modus spielt, kann man die Charaktere ja frei wechseln, ja, das ne? Das hatten sie vorhin gesagt. So, jetzt kann ich hier was bauen. Dann ist mal das hier auf. Das ist. Nein, das geht nicht, bis ich den Droiden hier hochbekomme. Ah, okay. Jetzt wird. Nee, das geht auch nicht. Da muss noch eine dritte Option sein. Oh, schau mal, was BB-8 macht, wenn man ihn nicht, wenn man nichts macht, dann dreht er sich so ganz da im Kreis. Oh, ich kriegen wir schon da hoch. Ach, guck mal, jetzt setzt ihr den Stab da rein. Das ist ein Pinguin. Wie so ein Pinguin. Was ist da? Au! Ein Geier ist das. Jetzt habe ich mein blödes Ding wieder kaputt gemacht, du Arsch. So ein Arschtier, echt. Also gut, mal sehen, ob ich den T-Jäger hochwinden kann. Ihr mit euren T-Jägern. Ah. Wo bist du da an der Seite hochgeklettert? Jetzt musst du doch da hochfahren können. Ich habe Arbeit für dich. Dafür will sie mich also. Quack, 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 wenn ich sie mit dummen da, 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 da. So, das machen wir erstmal. Machen wir das. Nee. Das. Nee. Piep, 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 piep. Labor. Da oben ist so ein Mini-Kit. Ach du Scheiße. Ja. Soll man da rankommen? Das ist wieder die gute alte Nemesis. Dritten ja. Dimension. Tiefenwahrnehmung. Kannst du nicht einfach geradeaus durchfahren? Genau. Ah. Ja, du hattest es mal wieder erwischt. Tiefenwahrnehmung, du Schlitzohr. So, jetzt brauche ich dir nochmal so ein Ding sie hin. Kannst du den Ausgang für uns öffnen? Sie hat auch ihre richtige Stimme, oder? Kann sein. Die ist wahrscheinlich noch nicht so teuer.
Cool. Danke. Ab hier sollte der Weg frei sein. Aber schön, dass es nicht so sehr in die Länge gezogen ist. Das Ding hätte man jetzt noch ewig machen können. Bis jetzt passt das Pacing. Oh. Moment mal. Boah, auf einmal hat er kein Gewicht mehr. Das ist wie Legolas. Ja. Da schau mal, jetzt sieht man mal ein bisschen mehr von ihrem Zuhause. Woher kommst du? Geheim wirklich? Ist bei mir auch so ein großes Geheimnis. Zum Nima Außenposten geht's da lang. Halt dich vom Kelvingrad fern und besser auch von den sinkenden Feldern im Norden. Dort verschlingt dich der Sand. Hör auf, mir zu folgen. Du musst da lang. Morgen früh verschwindest du. Gern geschehen. Das ist der umgekippte Ante. Mhm. Ante. Tada! Stimmt, das ist ja alles noch der Fluchtlevel gewesen. Mhm. Ja, was sagt denn die Uhr? Wir spielen noch ein bisschen weiter, oder? Ein bisschen, ja. 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 Ach, dafür gibt's auch immer noch mal einen goldenen Stein, wenn man wahrer Jedi wird. Okay. Können wir das in alten Spielen nicht auch irgendwie jetzt hier so reinziehen, ja. wie bei Uplay? Play. Was ist denn das für ein Schrott? Ohne Helm. Obwohl bei Battlefront dürfen sie ja auch ohne Helm rumlaufen. Keine Ordnung, ey. Dabei sind sie doch die erste Ordnung, oder? Ja, eben. Wenn schon die erste Ordnung. Aber sie machen es zum ersten Mal. Ja, das stimmt. Ja noch, üben noch. Neues Level entdeckt: Lorsantekas Rückkehr. Achso, wir dann Geschichte fortsetzen. Ja, wie Rückkehr? Ja, der fällt ja wieder runter. Alles, was hochfliegt, muss auch wieder runterkommen. Aber im Film ist er doch hin gewesen, oder? Ja, da ist hin. Urlaub gemacht. Ui, der Falken. Na komm, die Siedlung ist nicht mehr weit. Achso, weil wir spielen das ist nicht, sondern das ist jetzt einfach. Das ist jetzt quasi entdeckt, ja. Oh, cool. Und das könnte man wahrscheinlich hier irgendwo finden, weil hier auf der Karte ist doch. Drück mal die Karte, so. You guys mad? Aber da sind lauter. Lauter goldene. Wo ist denn der nächste in der Nähe? So, hier gleich. Steinchen. Oder heißt das im Level drin? Nee, das heißt im Dings. Im, Da muss doch jetzt hier. Im Fahrzeug. Wie kann man dann nochmal die Sachen durchschalten? Mit Dreieck gedrückt halten. Du hast das jetzt zerrissen? Und das gibt's als Extras? Schneller. Wieso explodiert hier alles? Das heißt ein schnell verwenden. Schau mal da oben in meiner Liste. Was soll das heißen? Super Detonatoren. Super alberne Schwerter? Das ist ja geil. Super Stärke. Ach, das sind wieder diese alberne Chiefs, Torpedos. Die man mit roten Steinen kaufen. Ja, genau. Kann, oder? Sammelgegenstände finden. Da brauchen wir. Nee, die kaufst du mit goldenen. Schau mal, siehst du das? Da unten steht doch, sieht man doch mal, was das. Was es braucht. Mhm. Und. Wie du verpulverst unsere wertvollen goldenen Disco-Schwerter. Oh, geil, das ist ja alles super. Kann es sein, dass das die Begrenzung ist, dass man nicht zu weit ins Level rausgeht, dass hier alles explodiert? Ich hab nicht aufgepasst, wo was explodiert wird hier. So genau hinter mir müsste jetzt ein goldener Stein sein. But where? Da oben irgendwie. Aber da kommt man, glaube ich, nur mit Machtkräften hoch. Also ich kann doch schon so hoch hüpfen. Komm doch da hoch. Also, aber schieß. Ja, klar, Luke Skywalker. Den gibt's hier gar nicht. Den gibt's ganz am Schluss vielleicht.
Schiss. Gehen wir mal weiter. Oder gibt es irgendwie Fahrzeuge? Ich weiß nicht, ich würde halt gerne mal gucken, ob wir ein paar von den Dingern finden können. Geht doch bestimmt. Lass uns mal schauen, ob wir wenigstens 10 finden, dass wir, wenn wir mal auf der Karte sind... Ach, das sind Minen. Ach so, okay. Dass man da nicht rausgeht. Ja. Gute alte Türschloss war ja nicht genug. Warte mal, wo soll der... Ah nee, warte mal, schau mal, das liegt gar nicht am AT. Das liegt hier eher daneben, siehst du das? Schau mal, ja. Hier ist das Skelett von dem AT-AT. Hm. Und das ist eher hier daneben. Dann hole ich mir jetzt aber mal das andere. Oh, warte mal, man kann einen Wegpunkt setzen, schau mal. Setz mir jetzt hier mal einen Wegpunkt, also guck ich mal, ob ich das hier... Ach, guck mal, und dann sieht man auch richtig in der Welt, wo das ist. Und jetzt kann man... Kannst du sagen, ja, hier bräuchte man vielleicht von jemand mit der Macht bräuchte man wahrscheinlich Hilfe. Ich bräuchte hier irgendjemand, der Sachen sprengen kann, weil da ist das nämlich eingedingst. Hier hinten muss man wahrscheinlich das... Ja, dann brauchst du halt tatsächlich, also hier bräuchte ich jetzt jemand mit der Macht und dann kann der hier was bauen und dann kann ich da hoch. Mhm. Zack. Und bei dem da hinten ist es so, dass man einen mit Sprengkräften braucht, dann gehen wir nochmal hier weiter. Ich suche mal den nächsten. Den hier hinten hast du, genau, meinst du mit Sprengkräften. Dann gehe ich mal. Pass auf, ich probiere mal die Ecke hier unten. Huh? Treibsand. Da kommen wir nur mit einem Speeder drüber. Ach so. Ach, aber jetzt kann man die. Haben wir denn schon einen freigeschaltet? Nee, wahrscheinlich nicht, oder? Was ist das denn? Ich würde mir mal hier die hier hinten anschauen. In der Ecke. Fahrzeug. Hä? Wieso? Wir haben doch noch gar keine gebaut. Oh, süß. Baby on board. Die Überspitzen. Kennst du die noch? Halt dich fest. Oh, wie nett der da drin hängt. Oh mein Gott, ich kann die auffressen. Hui. So, und jetzt hier muss doch was sein. Kann ich im Fahrzeug die Karte nicht benutzen? Eigentlich direkt neben mir. Hier ist sie. Na toll. Ach, okay, es ist nur Race Speeder freigeschaltet, okay. Stiefer. Braucht man da. Ach, das ist, glaube ich, hier drin und da braucht man jemanden, der einen Enterhaken hat. Das muss doch ein paar... Schau mal, hier hinten läuft das Vieh durch die Gegend. Bin ich ihn jetzt? Na, ich fahre aber noch in die Richtung. Wegpunkt setzen. Aber das ist jetzt hier alles noch der Bereich, den man sowieso spielen soll, ne? Mhm. Also das mit den Fahrzeugen und so. Ups. Oh, hey, stopp! Neues Kraftfeld, Kleine. Damit halt... Wir Räuber und Gesindel fern. Ich würde dir zeigen, was ich mit Gesindel meine, aber ich habe keinen Spiegel dabei. Oh, und wenn du glaubst, du würdest dann im Kraftfeld vorbeikommen, dann möchte ich das zu gern sehen. Ach so, jetzt ist hier erstmal noch irgendwie Aufgabe. Hm. Ich roll noch mal kurz zurück. Wissen, ob ich nicht wenigstens einen Stein mitnehmen kann. Oh, man muss sogar hier hinten wieder zurück. Sogar irgendwie der Weg. Oh, schau mal, hier eine Eisdiele. Ich hab die Eisdiele kaputt gemacht. Toll. Jetzt. Yum, yum, yum. Lecker, lecker, yum, yum, yum. Das ist übrigens die Hölle, ne? Bei meiner Wohnung. Jeden Tag die Entscheidungsqual, zwischen welchen beiden Eisdielen, die direkt davor sind, ich mir jetzt ein Eis hole. Das macht einen fertig. Oh, wir sind hier. Das macht einen auch füllig. Ist das der? Ich bin froh, dass die Karte sich jetzt in besten Händen befindet. Ja, und was steht, wie viele Punkte man braucht? Ich bin froh, dass die Karte sich jetzt in besten Händen befindet. Wo bist denn du? Ja, oder? Ah ja, da oben, okay. Ich bin froh, dass hier haben wir schon versucht, ne? Da bräuchtest du, was hast du gesagt, da... Wen brauchte man da? Mit Enterhaken, 6 von 20. So 20 Stück, um das spielen zu können. Guck mal kurz, wo der da hinten ist. Und hier rum. B.
wer hier alles in der Wüste abhängt. Ey, Wahnsinn. Crazy. Man würde es nicht glauben, wenn man das nicht sehen würde. Hier liegen bestimmt ganz viele Teile, die man wiedererkennen kann, theoretisch. So, da war eben gerade schon wieder so eine Radarkuppel und dieses eine Element sah eben gerade aus wie ein, oh, schau mal, hier sind die Reste von einem... Von einem Dreiergolf. Nee, von dem, ja fast, von so einem Speeder aus dem Podrennen. So eine große Gondel. Ich glaube, wir machen an dieser Stelle einen kurzen Break und sehen uns dann zur nächsten Folge mit mehr Schrott wieder. Bis dann. Ciao. Ciao.